Mit Spannung war sie erwartet worden, die große Pressekonferenz des Regensburger Weihnachtssingens. Bei der 6. Auflage im Dezember 2023 war Geld gesammelt worden für das Nachsorgezentrum des VKKK in Zeitlern im Landkreis Regensburg. Hier sollen Kinder, die krebskrank waren, wieder an ein normales Leben herangeführt werden. Viele, viele waren gekommen, Künstlerinnen und Künstler, Helferinnen und Helfer, Sponsoren und. Und dann freuten sich alle über eine riesige Spendensumme. 452.758 Euro. Tanja Schweiger ist bei mir, Moderatorin und Schirmherrin vom Regensburger Weihnachtssingen. Tanja, eine überwältigende Summe. Ja, großer Erfolg für uns alle. Ich habe vorher gesagt, ich glaube, wir haben eine dauergrinsende Vorsitzende seit unserem Weihnachtssingen-Abend. Für dich auch ein ganz toller Erfolg. Natürlich diese Riesenspendensumme und man sieht einfach Ostbayern halt zusammen. Eine ganz große Gemeinschaftsleistung und vielen Dank und großen Respekt vor den Organisatoren. Es macht uns alle stolz, dass wir eine so solidarische Gesellschaft haben. Sowohl die Mitwirkenden mit der Begeisterung, die sie ausgestrahlt haben, als auch diejenigen, die dabei waren, die gespendet haben, die Firmen, die Sponsoren. Also da sieht man, dass wir die Grundwerte unserer Gesellschaft längst nicht verloren haben. Gott sei Dank. So, mein Name ist Armin Wolf. Nein, natürlich nicht. Ich bin die Elli und das ist die Alexandra Wolf. Ach, Tina van Wickeren. Genau, und wir waren Gott sei Dank mit dabei beim Regensburger Weihnachtssingen im Dezember und gerade mit der Pressekonferenz heute war das tatsächlich so, dass ich mich nochmal zurückversetzt gefühlt habe in die Veranstaltung im Dezember. Und wenn man dann diese Spendensumme hört, die uns ja bis heute eben auch nicht bekannt war, mit über 450.000 Euro, das ist einfach Wahnsinn. Freust du dich denn auf das nächste Weihnachtssingen, liebe Tina? Ja, ich freue mich auf das nächste Weihnachtssingen. Das wird ja am 21.12. in diesem Jahr sein. Und da wollten wir eigentlich in Köln auf dem Weihnachtsmarkt stehen. Aber vielleicht machen wir das dann am 22. oder am 23. Wir freuen uns auf jeden Fall, dabei zu sein und euch alle wiederzusehen. Wer braucht schon Köln, wenn es Regensburg gibt? Liebe Grüße von uns, Elli und Tina.